Fußballreportage ist nicht wie eine reine Radioreportage. Und dabei kommt zu Adig, Adig auf die halbrechte Seite zu Ebert. Ebert mit einem Lob rein. So kann man sich das eigentlich vorstellen. Ne? Ein Blinder ist da, sieht eben nichts vom Spiel und wir sind denen sein Auge. Burnic immer nach Burnic Richtung Strafraum, bringt den Ball zu Kone, kriegt den wieder. Ja! Also ich bin Wolfgang Schiebeck, bin in Dresden geboren und seit 1967 gehe ich zu Dynamo Dresden. Habe noch die schönen alten Zeiten mit den Größen, die jetzt bei unserem Stadion hängen, verbracht. Dann kam eben das mit meiner Erblindung. Vor einiger Zeit hatte ich dann mal das gehört, dass das Blindenradio hier geht. Und die Kerle, die machen das super hier, das finde ich eben sehr schön. Man ist irgendwie näher dran. Mein Name ist Thomas Großmann, ich bin Blindenreporter seit 2012 bei der SG Dynamo Dresden. Ich bin der André Escher, bin seit 2012 Blindenreporter bei der SG Dynamo Dresden. Der Bundesliga-Reiseführer ist wichtig, weil sich Fans umfassend informieren können über Anreisemöglichkeiten, wie kommen sie an ihre Karten, welche Möglichkeiten haben sie, wenn sie eine Beeinträchtigung haben oder eine Behinderung, dass sie trotzdem problemlos, sage ich mal, oder relativ barrierearm ins Stadion kommen. Das finde ich super, wenn ich das so sehe mit den Rollstuhlfahrern oder hier, dass man sich da so um die Leute kümmert. Man gehört richtig mit dazu und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist wie eine Familie eigentlich. Die sind total super drauf, die kommen immer zu uns, die freuen sich darüber, dass wir das machen. Ja, durchstecken, das ist zu eng und Dynamo hat jetzt die Möglichkeit, in der Zentrale zu kontern. Kaputt und Burnic kann jetzt erstmal durchlaufen. Burnic immer noch Burnic Richtung Strafraum, bringt den Ball zu Kone, kriegt den wieder. Geiles Ding, schön rausgespielt. Uns macht das unglaublich stolz, dass wir halt den Menschen, die eine gewisse Beeinträchtigung haben, dann trotzdem auch eine Teilhabe oder Teilnahme am Spiel so ermöglichen können. Live ist live, das ist was anderes, als wenn ich vor dem Fernseher sitze. Ist ein Traum. Also, ja. Macht's gut. Bis bald. Tschüssi. Ja, tschüss.